Hi Leute, willkommen bei Drep. Heute mit Metal Gear Solid Portable Ops in Minuten. 1970, 6 Jahre nach den Ereignissen von Snake Eater, hat Naked Snakes ehemaliges Team, die Fox-Einheit, ihre Loyalität zur CIA gebrochen und ist abtrünnig geworden. Snake wird auch von der Fox-Einheit ins Visier genommen. Abtrünnige Soldaten der Fox-Einheit wurden geschickt, um ihn zu fangen. Das Spiel beginnt mit der Folter und dem Verhör von Snake durch eines der Fox-Mitglieder, Lieutenant Cunningham. Lieutenant Cunningham versucht, die fehlende Hälfte des Vermächtnisses der Philosophen zu finden, da die Regierung der Vereinigten Staaten die andere Hälfte des Vermächtnisses bereits zum Abschluss von Snake Eater von der Sowjetunion erworben hatten. Snake ist in einer Zelle neben Roy Campbell eingesperrt, dem einzigen Überlebenden eines amerikanischen Green Beret Teams, das zur Untersuchung der Basis geschickt wurde. Durch Roy erfährt Snake, dass sie sich auf der Halbinsel San Hieronimo, eine russische Transliteration von der Halbinsel San Geronimo, oder La Peninsula de los Muertos, befinden, dem Standort eines verlassenen sowjetischen Raketensilos in Kolumbien. Die beiden entkommen und Snake macht sich auf den Weg zu einer Kommunikationsbasis, wo er versucht, Kontakt zu seinem alten Kameraden, Major Zero, aufzunehmen. Stattdessen wird er von seinen alten Fox-Kameraden Paramedic und Siegend begrüßt. Sie offenbaren, dass Snake und Zero wegen Hochverrats angeklagt werden. Die einzige Möglichkeit, von den Anklagen freigesprochen zu werden, besteht darin, den Anführer der Rebellion, Gene, zu finden und festzunehmen. Um die Sache noch komplizierter zu machen, hat Gene auch die meisten der auf dem Stützpunkt stationierten sowjetischen Soldaten davon überzeugt, sich seiner Seite anzuschließen, indem er einfach die Befehlskette einer sowjetischen Einheit übernommen hat, die heimlich auf kolumbianischem Territorium stationiert war. Um seine Mission zu erfüllen, muss Snake feindliche Soldaten davon überzeugen, sich ihm anzuschließen. Snake und seine Truppe besiegen die Spitzenmitglieder der Fox-Einheit. Ein experimentelles Modell des ICBMG, das Metal Gear-Modell, mit dem Codenamen Raxa, Python, war während der Vietnam-Ära ein Kriegskamerad von Naked Snake und ursprünglich Mitglied von Fox. 0 aka Frank Jäger, später Gray Fox, war auch bekannt als der perfekte Soldat, Mitglied von Fox. Leutnant Cunningham. Er hat ein künstliches Bein und war der Verhörspezialist von Fox. Cunningham arbeitete für das Pentagon und wollte, dass Snake Gene dazu drängt, eine Atombombe auf die Sowjetunion abzufeuern, um den Ruf der CIA zu schädigen und den Kalten Krieg zu verlängern. Danach gelangen sie schließlich in Genes Gästehaus. Snake erfährt auf seinem Weg viele Dinge. Aufgrund der Informationen von Ocelot war Gene tatsächlich von Anfang an über diesen Plan informiert. Er wollte unbedingt eine Atombombe auf Amerika abfeuern, um die Philosophen zu zerstören und seine Soldatennation zu Armies Heaven umzubenennen. Gene besiegt Elisa, die mit ihrem letzten Atemzug zu Snake sagt, dein Sohn wird die Welt ruinieren. Und, dein Sohn wird die Welt retten. Snake besiegt schließlich Gene und zerstört anschließend das fertige ICBMG-Modell. Nachdem Gene besiegt ist, gibt er Snake die Gelder, die Ausrüstung, das Personal und alle anderen Informationen bezüglich Armies Heaven. Bei seiner Rückkehr nach Hause wird Snake für seine Taten belohnt, anschließend gründet er Foxhound. An anderer Stelle tötet Ocelot den DCI, Director of Central Intelligence, und nimmt Dokumente mit, die die Identität der Philosophen enthalten, um sie zu vernichten. Im Nachspann-Epilog spricht Ocelot mit einem unbekannten Mann am Telefon. Sie planen, das Vermächtnis zu nutzen, um ihre eigenen Pläne zu verwirklichen. Ocelot wollte eigentlich die Flugbahndaten der Atombombe auf den DCI umleiten, um somit den DCI zu erpressen und die wahren Identitäten der Philosophen zu erhalten. Er willigt ein, sich dem Projekt seines neuen Arbeitgebers anzuschließen, unter der Bedingung, dass auch Snake, Big Boss, mitmacht. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr mehr davon wollt, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren und lasst gerne ein Like da.